Hey Leute, willkommen zurück zu Max Play 7 Kingdoms 2 The Frightened Wars. Heute wollen wir uns mal an der Kampagne versuchen. Und ich habe mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Also erstmal, was spielen wir, sind die Chinesen. Das war meine Lieblingsfraktion im ersten Teil. Die sind jetzt hier nicht unbedingt meine Lieblings, aber ein bisschen Throwback-mäßig möchte ich die spielen. Und ich habe über die Difficulty nachgedacht. Also Schwierigkeit 1 und 2 ist echt so easy peasy, dass man vieles auch einfach mit Toadrushen des Gegners erledigen kann, was vielleicht nicht so das Spannendste zum Zugucken ist. Deswegen hätte ich gedacht, wir spielen mal 3 und machen die Kampagne vielleicht noch 1-2 Mal danach mit anderen Fraktionen. Es sind ja einige Missionen. Mal gucken, ob ich danach überhaupt noch Lust habe. Building Size auf jeden Fall klein. Fog of War aus. Und die Weltkarte bin ich noch ein bisschen hin und her gerissen, weil das im Endeffekt bedeutet, wie groß die Karte ist, glaube ich, also die Karte, auf der wir jetzt sind. Ich mache mal klein, um auf nicht ganz so viele Folgen zu kommen, vielleicht dafür mehr für mehr Kampagnen hinterher. Oder vielleicht ist das auch die World Map der Karte, wo man spielt dann. Ich lasse es auf klein, vielleicht machen wir es dann beim nächsten Mal auf groß. Und die Random Events würde ich auch selten lassen. Fog of War ist einfach nur, macht das Enden des Spiels ein bisschen einfacher. Können wir jetzt drüber nachdenken, ob jetzt eine hohe Schwierigkeitsgrad das nicht vielleicht auch anhaben sollte. Aber okay, wir fangen mal an. Das beginnt, also die Kampagne ist im Endeffekt so eine zufällige Aneinanderreihung von bestimmten Missionen mit so einer kleinen Overall-Geschichte dazu. Es kann sein, dass die Stimmen jetzt am Anfang ziemlich laut sind. In der Mission kann ich dann ja wieder leise regeln. Gut, fangen wir mal an. Where once you strolled the world ashore, you are the hunter's prey. An empire lost and pain and scorn and death endured. Not but years of torment are assured before your foes can you repay. Now rouse a host and take the field. Choose men of whom can spoke. Okay, das konnten wir auf jeden Fall zu Ende hören. Haha! Und es geht auch direkt los, wir können gar nicht die Karte groß angucken, es geht direkt schon los mit der ersten Mission. A band of Fridens has crossed, also eine Gruppe von Fridens hat unsere Grenzen überschritten und möchte unser Land infizieren oder halt einnehmen. Unser Militär ist jetzt noch relativ schwach und hat eventuell Probleme mit Rebellionen und Verraten, aber die lokalen Bevölkerung hat zahlreich und loyal. Ah, well, that was the call of rebellion from your disloyal underlings. Aha. Und es gibt noch größere, bessere Neuigkeiten. Ein Held ist gesichtet worden. Er hat die Nachricht gesendet, dass er in unser Gebiet einkommen will und uns helfen will. Und er wird sehr nützlich sein und wichtig sein. Use him in the training of your troops. Müssen wir benötigen, also brauchen wir, um unsere Leute zu trainieren. Frightened Reinforcement has also been spotted. Okay, also da sollen auch Frightened Reinforcement sein. Und vorher machen wir Stopp. Das sind so die Frightens, die kommen. Die sind relativ stark, aber an der Anzahl nicht sehr viel. Unsere Leute sind jetzt auch nicht so stark. Und auch wenn man das normalerweise nicht macht, das sind Japaner. Aha. Den Chinesen. Inder. Ah, deswegen. Chinesen. Deswegen mögen die uns eventuell nicht. Hier bin ich. Also ich kann mich nicht als Anführer hier deklarieren. Und ich würde mal hier, weil wir hier gerade dabei sind, direkt am Rand sind. Was wir machen, was man auch noch machen könnte, wäre. Ich weiß gar nicht, was der Seat of Power macht. Von den Chinesen, ehrlich gesagt. Wir können auch hier eins umsiedeln. Wir hatten viel können die auch umsiedeln. Dass wir hier eine Stadt machen. Und hier unten dann das so machen. Dann hier. Müssen wir vor allen Dingen erstmal noch das bisschen runterdrehen. Okay.
Speed 6 und du bist dann der Anführer dort. Muss man auf jeden Fall gucken, dass wir gut dastehen. Und hier würde ich einfach sagen, die rekrutieren wir einfach zu vollen Leuten. Euch siedeln wir dann um. Euch auch. Die greifen uns direkt an. Okay, müssen wir mal gucken, wo die angreifen. Das wollen die angreifen. Okay. Okay, da können sie die Stadt ja ruhig nehmen. So, und ihr geht alle da rein. Das sollten wir eigentlich halten können. Okay, oder auch nicht. Hier greifen die weiter an oder gehen zurück, okay. Mal gucken, wie wir das jetzt machen. Relativ viel Geld. Mir ein paar Inns bauen. So, mal gucken, wie wir das machen. Ich greife mir das jetzt auch weiter an. Ich mache mit hier. Du baust noch eine Kunst, noch eine zweite Stadt. War es eine Fabrik? Ja, von mir aus, du ziehst mal noch ein paar Soldaten hier. Alle, die wir behalten, kriegen auch mal voll Türme und die kriegen auch Mauern. Das hier auch. Lass mal gucken, der König muss irgendwie wegkommen, auf jeden Fall. Hier müssen wir mal noch die Waren retten. Gleich. Hier müssen wir jetzt erstmal das ein bisschen aufgeben. Ist okay. Und hier würde ich gerne die Waren halt retten. Angegriffen, ist klar. Rein und du baust jetzt noch ein Market. Die müssen wir jetzt leider aufgeben. Er geht da rein. Du bist unser König. Da kommen noch mehr Reinforcements. Okay. Würde ich sagen, du machst die dahin. Ja, dahin. Beziehungsweise wir könnten hier mal noch Seat of Power machen. Hier müssen wir jetzt schon Leute mal ranholen. Geld haben wir. Komm bitte. Geht schon mal dahin, bitte. Passt mal zur Sicherheit noch ein Inn. Und noch ein Inn. Vielleicht können wir dich ja noch retten. Dass die irgendwie durchkommen, die Sachen noch gerettet werden können. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir jetzt die nächsten Sachen gut verteidigen. Bau du mal noch ein Fort. Okay.
König oder Witwe? Ich glaube nicht. Ich muss überleben. Okay, okay, ich bin ein bisschen überfordert gerade. You will now receive greater profit from all sales on your market, okay? Das ist gar nicht so schlecht. Was mal damit? Du auch. Du auch. Du auch. Zack. Okay. Du auch. Geht mal alle hier entgegen. Dahin. Ja. Geht mal hier hin. Okay. Das sieht doch erstmal ganz okay aus wieder. Die haben sogar überlebt. Ja, geil. Du nimmst hier Leute. Von euch ist ein guter General. Ah ne, der König sollte da ja übergehen. So. Mal kurz hier Leute kaufen. Wenn es geht. Sehr gut. Geht's. Sehr, sehr gut, das läuft. Und hier kommt der nächste Angriff leider schon, okay. Da müssen wir jetzt gut drauf aufpassen, dass wir hier schon direkt die nächsten Leute zusammen haben. Rein mit euch. Okay, darüber. Du ziehst neue Soldaten. Die greifen sogar hier an. Interessant. Okay, die können dann auch mithelfen. Einmal kurz noch nachkaufen. Okay, Gold sieht auch gar nicht so gut aus gerade. Haben wir hier noch Leute drin? Ja. Komm mit hier hin. Das ist so der größte Angriff, den wir jetzt so vor uns haben. Die Japaner müssen mit hin. Ist nicht einfach, aber ich denke, das kriegen wir gehalten. Das wird spannend. Und das jetzt auf schwer oder sehr schwer, ist natürlich ganz schön krass, oder? Hilf's mit. Nicht genügend. Gleich haben wir den Markt hier noch voll. Ihr müsst euch noch erholen. Ich denke, das haben wir. Ja, geil. Geld regelt alles. Sehr gut.
Okay, Feuergott. Der Held sollte jetzt nicht sterben. Nach Möglichkeit nicht. Ja, cool. Nur noch der Ordo. Können wir erstmal wieder zurückgehen. Dann können wir uns mal neu sortieren. Und dann demnächst zum Gegenangriff blasen hier. Gucken, wie viele hier überlebt haben. Hier nicht sehr viele. Mal alle zum König, bitte. Ziehen wir neue Leute. Können wir bald den Drachen hier machen. Soll ich den einmal holen? Drache macht dich fertig. Ja geil, der Drache hat's gelöst. Wie oft kommt das denn bitte vor? Okay, kann jetzt weg. Wir haben noch die Sachen hier rüber gemacht. Einfach, dass wir das noch haben. Dann kommen die nächsten, die können wir wahrscheinlich auch mit dem Drachen kaputt hauen. Und jetzt müssen wir mal wieder Geld investieren. Die Bauern schaffen das nicht. Wir können dann demnächst einen Gegenangriff machen. Sollten wir auch einfach so überleben. Das Einzige, was ich jetzt natürlich nicht gemacht habe, was ich natürlich mal machen müsste noch. Tower of Science. An mehreren Stellen bauen. Das hätte ich mal von Anfang an machen müssen. Wobei es war schon ganz schön knapp teilweise. Das ist Ascended to the Throne to the. Okay. Der Typ hat gestorben, der All High ist gestorben. Wir haben einen hier verloren, das ist okay. Der nächste Angriff. Ranged Combat ist eigentlich immer das, worauf man zuerst geht. Habe ich gesehen. Ja, und wie viel brauchen wir jetzt? Die sehen alle sehr gut aus hier. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann würde ich mal zum Gegenangriff blasen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die versuchen es auch immer wieder. Oh, die Fabrik ist explodiert. 20 Arbeiter haben ihr Leben verloren. Ha, das ist schlecht. Und meine ganzen Ressourcen drin. Ihr habt eigentlich keine Chance. Sucht es trotzdem weiterhin. Ich könnte auch mit dem Drachen angreifen, wenn der voll ist. Mit. Oh, der ist jetzt auch voll. Würde ich sagen, greifen wir dann mit denen hier alle an. Der Held ist ja auch super stark. Kommst du hier rein? Und ihr seid Gruppe 1. Geht mal hier hoch. Du ziehst mal bitte neue Soldaten. Ja, doch dieses Buch, der hat 250 Leadership. Halt mich zurück. Halte mich zurück. Wenn wir es nicht brauchen, machen wir hier noch eine Backup-Armee. Die beim König abhängt. Advanced Ranged Defense. Ranged Attack. Okay. Also wir haben kurz nicht genügend Geld gehabt, gell. Ne, die brauchen wir nicht voll. Die brauchen wir voll. Und du musst
heißen Produzent natürlich. Ah, die ist idle, das heißt, die schicken wir jetzt mit. Ja geil, die ist ein bisschen schneller als der Rest. Oh, und der Drache, der Chi-Lin kommt auch noch. Und ich werde dann hier speichern, weil ich zwischen den Missionen nicht speichern kann. Also kurz bevor ich hier gewinne, jetzt werde ich gleich speichern. Damit ich dann einen Spielstand habe, von dem ich nächste Woche beginnen kann. Man kann leider nicht zwischen den Missionen einfach so speichern. Deswegen würde ich sagen, speichere ich jetzt. Kann man dem Namen geben. Save New. Max. Place. Englische Tastatur, okay. Okay. Wenn ich das laden würde. Super. Da kann ich dann nächste Woche laden und dann an der Stelle weitermachen. Cool. Aber wir gewinnen jetzt erstmal, würde ich sagen, hier Haus hoch. Naja, Haus hoch. Wir mussten schon ein bisschen arbeiten. Das ist ein angenehmer Schwierigkeitsgrad. Höher. Ich weiß nicht, ob ich einen höher vielleicht noch probieren würde. Vielleicht, aber viel höher auch nicht. Weil ich habe auf sehr schwer gesehen, wie man dann spielen muss. Bei diesem Ice Tooth Gaming oder wie der heißt. Der ist ziemlich gut, der hat das auch auf sehr schwer durchgespielt, also hier Seven Kingdoms 1 und auch die 2, die Szenarios und auch die Kampagne auf sehr schwer. Da habe ich mir ein bisschen was abgeguckt, muss ich auch sagen, von ihm. Und das sind ganz schön ätzende Spielstile, die man dann machen muss. Also so ein bisschen wie wir es hier hatten, dass wir die Stadt aufgegeben haben und neu gegründet haben und so, und das aber andauernd. Also das ist natürlich ein bisschen auch nicht so schön zum Zuschauen, muss ich sagen. Deswegen finde ich den Schwierigkeitsgrad jetzt erstmal ganz gut. Mal gucken, was uns noch für Missionen in der nächsten Woche erwarten. Gut, an der Stelle wie immer, wir gehen noch zum Scoreboard vorher. Und hier, as you have helped such great hero, well boosted loudly your victory. Okay, der ist jetzt, dadurch, dass wir den Helden hatten, boost so loudly, also wir sollten uns nicht so sehr einbilden auf den Sieg. Trotzdem, you fulfilled not us ungrateful. We shall give you a mission that may better test your mettle. Aha. Okay, das ist ja auch von wegen, ja, hab dich nicht so. Du hattest ja den Helden. Ohne den Helden hättest du es wahrscheinlich nicht geschafft. Aber wir sind trotzdem dankbar, so ungefähr. Mal gucken, was wir jetzt als nächste Mission kriegen. Die gibt's dann aber erst nächste Woche. Jetzt gehen wir noch. Ihr Bonus heißt added. Achso, gibt's einen Campaign Score. Der ist dann immer die 20 minus die Anzahl der Jahre, die wir gebraucht haben, jetzt in dem Fall 18. Jetzt hier noch so ein Things-Score und an der Stelle beenden wir auch immer die Episoden. Genau, also an der Stelle wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!